Entnehmen Sie Ihre MB500 Pro Hantelbank aus dem Karton und entfernen Sie sämtliche Folien. Im Paket befinden sich der Standfußträger rechts und links Teil 1 und 2, der Sitzträger Teil 3, der Querträger Teil 4, der Standfuß vorne Teil 5, die Beincurlstange Teil 7, die Armcurlstange Teil 6, die Butterfly-Arme links und rechts Teil 15, die Lenkstrebe für die Rückenlehne Teil 10, die zwei Armcurl-Griffe Teil 14, die zwei Butterfly-Griffe Teil 16, die Querstange für die Rückenlehne Teil 9, das lange Polsterrohr Teil 11, die Querstrebe Teil 8, die zwei Halteplatten für die Querstrebe Teil 13, die Halteplatte für den Sitzträger Teil 12, die Rückenlehne Teil 17, das Sitzpolster Teil 18, das Armcurl-Polster Teil 19, die vier Schaumstoffrollen Teil 20, die drei Federklammern Teil 21, der MC-Sicherungsknauf Teil 31, die M10-Sterngriffe Teil 32, der Sicherungsstift Teil 26, das Montagematerial. Für die Montage der Hantelbank benötigen Sie noch die Gabel bzw. den Ringschlüssel in den Größen 10, 13 und 16. Schritt 1. Verbinden Sie den rechten und linken Standfußträger Teil 1 und 2 mit dem Querträger Teil 4. Und befestigen Sie diesen mit Hilfe der Halteplatte Teil 13, den Schlosserschrauben Teil 34, den Unterlegscheiben Teil 45 und den Muttern Teil 47. Schritt 2. Befestigen Sie den Sitzträger Teil 3 an den Querträger Teil 4. Und sichern diesen mit Hilfe der Halteplatte Teil 12, den Schlosserschrauben Teil 35, den Unterlegscheiben Teil 45 und den Muttern Teil 47. Verschrauben Sie den Standfuß vorne Teil 5 am Sitzträger Teil 3 mit Hilfe der M8x15 Innensechskantschraube Teil 37 und der Unterlegscheibe mit 8 mm Durchmesser Teil 44. Verschrauben Sie die Querstrebe Teil 8 von oben am Sitzträger Teil 3. Mithilfe der M8x55 Innenkantsechsschraube Teil 38, der Unterlegscheibe mit 8 mm Durchmesser Teil 44, der M8-Mutter und von der Seite mit Hilfe der Innenkantsechsschraube M8x15 Teil 37, der Unterlegscheibe mit 8 mm Durchmesser Teil 44 und der M8-Mutter Teil 48. Stecken Sie die M10-Sechskantschraube Teil 41 durch die Öffnung am Butterfly-Arm Teil 15. Sichern Sie die M10x150 Sechskantschraube Teil 41 mit einer langen M10-Überwurfmutter Teil 49. Montieren Sie den Butterfly-Arm Teil 15 am Standfußträger rechts Teil 1, indem Sie ihn mit der M10x125 Sechskantschraube Teil 41 durch die Öffnung führen und mithilfe des Sterngriffs Teil 32 sichern. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Schritt 3. Befestigen Sie die Beincurlstange Teil 7 an dem Standfuß vorne, Teil 5. Und befestigen Sie diese mit Hilfe der M10x70 Innensechskantschraube, Teil 36, Unterlegscheibe mit 8 mm Durchmesser und der M10-Mutter, Teil 47. Befestigen Sie den Armcurlgriff Teil 14 an der Halterung der Beincurlstange Teil 7 und sichern diesen mit dem L-förmigen Sicherungsstift Teil 26. Befestigen Sie den Butterfly-Griff Teil 16 am rechten Butterfly-Arm Teil 15 und sichern Sie diesen mit Hilfe der M10x15 Innensechskantschraube Teil 24 und der Unterlegscheibe mit 10 mm Durchmesser Teil 46. Wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite. Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben und Muttern nur so fest an, dass sich die Beincurlstange und die Butterfly-Arme noch frei bewegen können. Schritt 4. Stecken Sie die beiden Lenkstreben für die Rückenlehne Teil 10 an das Gelenk des Sitzträgers Teil 3. Das andere Ende der Lenkstreben liegt zunächst auf der Querstange für die Rückenlehne Teil 9 auf. Setzen Sie die Rückenpolster Teil 17 auf die Lenkstreben für die Rückenlehne und sichern Sie diese mit Hilfe der M6x37 Sechskantschraube und den Unterlegscheiben mit 6 mm Durchmesser Teil 43. Befestigen Sie das Sitzpolster Teil 18 an den Querstreben der Hauptsitzhalterung Teil 43. Befestigen Sie das Armcurlpolster Teil 19 an der Armcurlstange Teil 6 mithilfe der M8x35 Innensechskantschraube Teil 37 und der Unterlegscheibe mit 8 mm Durchmesser Teil 44.
Schieben Sie die Armköllstange auf den Standfuß vorne Teil 5. Sichern Sie diese mit dem M10-Sicherungsknauf Teil 31 in der gewünschten Position. Schritt 5. Schieben Sie die Polsterstangen Teil 11 bis zur Mitte durch die Öffnungen der Beinköllstange Teil 7. Anschließend stecken Sie die Schaumstoffrollen Teil 20 auf die Polsterstangen. Bringen Sie die Sicherungsklammer Teil 21 für die Gewichtsscheiben an die Vorrichtung der Beinköllstange Teil 7 und Butterfly-Arme Teil 14 und 15 an. Ihre Miveba MB500 Hantelbank hat eine in 3 Stufen verstellbare Rückenlehne sowie stabile Halterungen für Gewichtsstangen, eine höhenverstellbare Armcurl-Stange, diverse Einstellmöglichkeiten, um ein effektives Training zu gestalten. Langeweile? Nach diesem Aufbau ist das ein Fremdwort für Sie. Genießen Sie die Vorzüge Ihrer MB500 und bringen Sie maximale Leistung beim Training. Holen Sie sich noch heute Ihr Trainingsgerät bequem nach Hause und sparen Sie sich das Fitnessstudio. Der Schmerz wird Ihr persönlicher Diener. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Training mit Ihrer MB500 Hantelbank.